Hallo liebe Leute, und wir machen weiter mit Ganbare Goemon 4 und betreten jetzt das zweite dieser Festungslevel ein weiteres Mal. Okay, wir sind natürlich direkt beim beschissensten Part davon, nämlich bei dem Jubelgeschrei der Zuschauer. Okay, was ein fieser Anfang. Ah, das tut doch weh. Okay. Oh! Okay, ich weiß absolut nicht, wie man da ausweichen soll, wenn da wirklich drei auf einmal sind. Das erscheint mir ein bisschen unmachbar. Aber gut, ich habe wenigstens noch meine Reisbällchen. Von daher, allzu schlimm ist es eigentlich gerade nicht. Ich muss nur halt aufpassen, dass ich nicht so blöd springe und jetzt in den Abgrund fall. Das wäre das Einzige, was jetzt wirklich böse wäre. Was ich wirklich vermeiden will. So. Okay. Und ich habe, ja, wenigstens mal ein Level, was Elefanten-Checkpoints hat. Nicht so wie das letzte Teil, wo es wirklich gar keinen gab. Und hier sind die auch noch so unnötig gesetzt, finde ich. Ich meine, so früh? Dort, wo man sie wirklich am unnötigsten braucht. Und jetzt ist nur die Frage, welchen Weg nehmen wir bei so viel Auswahl? Oh, Kacke. Das war fast ein dummer Fehler von mir. Naja, gut. So. Die Gegner kriegen wir wenigstens sehr locker klein. Das klappt wenigstens sehr gut hier. So, perfekt. Perfekt. So, wunderbar. So einfach besiegt man die ganzen Gegner. Jetzt muss ich sowieso hier anders vorgehen. Okay, das war ein bisschen zu unklug. So, wo befinde ich mich jetzt eigentlich? Okay, ich habe wieder ein paar Hanteln im Weg. Ein paar Gewichtehanteln. Von denen sollte ich mich lieber nicht platt manchen lassen. Aus Jai-Brei wollte ich jetzt eigentlich nicht werden. Aber gut, wir haben es schon geschafft, Leute. Also das Level ging weitaus schneller und einfacher als das davor. Mann! Aber da habe ich mich auch wirklich dumm angestellt. Egal, hier haben wir das Wassergebiet. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal das Eisgebiet. Okay, hier haben wir wieder diese Kampfarena und diese... Okay. Dieser Schwertschläger. Den muss ich kaputt schlagen, oder? Ja. Yep. Könntest du jetzt... Moment. Wenn du das nicht tust, dann mache ich es eben so. Ich meine, wozu... Okay, hier brauche ich den Schlüssel. Wozu kann ich mit Sasuke überhaupt hier klettern? Da hätte ich eigentlich theoretisch mit diesen Shuriken, also mit den Abfeder-Shuriken von Episomaru dran schlagen müssen, aber ich meine, wenn man schon so viele Fähigkeiten hat, warum nicht auch nutzen? Okay. Oh, Moment mal, langsam. Erstmal gucken, was wir hier alles finden. Es war wahrscheinlich sowieso größtenteils nur Geld. Aber gut, dann kann ich mir wenigstens die Sachen nochmal kaufen. Wenn dementsprechend alles zu Neige gehen sollte. So. Okay, ich werde auf jeden Fall sehr reich hier. Halt. So, perfekt. Und, okay, das war gerade ein bisschen zu früh. Naja, Leben kriege ich hier leider kein. Ich kriege hier wirklich überwiegend nur Geld. Das Spiel ist ein bisschen zu ungnädig. Naja, was soll's. Ich habe erstmal noch 7 Herzen, mit denen muss ich mich jetzt durchschlagen. Und hoffen, dass ich hier auch wirklich das Ende dieses Levels erreiche. Was gut ist, dass wir hier wenigstens keine Bosskämpfe machen müssen. Sondern einfach, ich brauche den Schlüssel da oben, ich habe ihn gerade erst gesehen. Sondern wirklich halt nur gucken müssen, dass wir durch diese Levels kommen. Den Bosskampf haben wir nämlich erst noch vor uns. Aber es wäre echt mal was Fieses gewesen, wenn wir hier in jedem dieser Level auch noch so eine Art Boss bekämpfen müssten. Egal. So, öffnen wir die Tür. Und dann sind wir auch weiter. Aber dennoch, einen Elefanten gibt's hier nicht. Dieses Level ist leider nicht so gnädig. Okay, hier brauche ich aber auch wieder einen Schlüssel, den ich erstmal wieder suchen darf. Er muss dann hier irgendwo hier oben sein, natürlich. Jetzt haben wir hier diese Kung-Fu-Typen, die mir auch ein bisschen Angst machen. Aber egal, ich kann ihnen ausweichen. Na, jetzt muss ich diese Vase hier kaputt kriegen. 1000 Rios habe ich schon. Und einen Elefanten habe ich. Okay, du hast den Schlüssel. Na, dann komm mal rüber hier. Damit ich den Schlüssel kriege. So, okay.
Mit den Tornado-Schlägen ist, glaube ich, nicht zu spaßen. Okay, jetzt kann ich die wenigstens ganz locker kaputt kriegen. Jetzt hast du verloren. Dankeschön für den Schlüssel. Na, Mensch, jai. Okay. Wäre der Schlüssel jetzt sehr böse platziert gewesen, dann... Also im Sinne von, ich kann ihn nicht mehr kriegen. Dann wäre das echt scheiße. Also das Erste, was ich gleich auf jeden Fall machen werde, ist wieder genug Sachen holen. Kann ich ja jetzt, Gott dank. So, hab den nächsten Schlüssel. Und hoch, schnell. So, einmal gucken, was er macht. Ja gut, den Treffer muss ich jetzt leider einstecken. Macht nix. Das Level ist aber etwas länger diesmal. Aber wir haben es geschafft, Leute. Wir können das Level endlich abschließen. Und damit kann ich mir die nächste Nahrung holen. Heilige Scheiße. Ich glaube, das mache ich jetzt auch erstmal auf Screen, bevor wir hier dann ins vierte Level gehen. Ich meine, der Weg ist nicht allzu lang, aber trotzdem, ich erspare es euch. Also bis gleich. Jetzt sind wir bestens gerüstet für dieses letzte Level, bevor wir dann wirklich soweit die schlimmsten Sachen geschafft haben. Okay, Zeit wieder für eine kleine Schießerei hier. Okay. Moment, ich glaube, ich gucke erstmal, was hier im Wasser ist. Bevor ich hier irgendetwas übersehe. Nicht, dass hier auch irgendwo ein Schlüssel versteckt ist oder so. Ich meine, das schreit schon danach. Okay, es sind hier Zielscheiben. Jetzt muss ich das Ding also dazu bringen, dort drauf zu schießen. Das wird jetzt echt nicht einfach. Ja, gerade wenn dieser Fadenkreuz so bescheuert ist. Okay, ein Problem habe ich weniger. Okay, wir haben getroffen. Oder eher gesagt, die Pistole hat getroffen. Okay, da ist die nächste Zielscheibe und... Ja, so aber nicht. Das Ziel muss gelernt sein. So, hier bin ich. Na also. Und dann müssen wir hier... Ja, hier ist noch eine. Okay. Haben wir bald alle? Da oben ist noch eine. Oh, okay. Schnell raus hier. Mal, wie viele Zielscheiben gibt es denn hier noch? Okay. Ich weiß auf jeden Fall, ich muss irgendwie jetzt nach oben kommen. Nur muss ich erst meinen Weg dahin finden. Okay, ich sehe hier noch ein weiteres. Also es sind nicht gerade wenig Fadenkreuze die, oder Zielscheiben, die man hier finden muss. Okay, jetzt muss ich erstmal zu Sasuke wechseln. So, weil sonst komme ich nämlich nicht hier hoch. Wunderbar. So einfach geht das. Und die nächste Zielscheibe. Also wenn ich das jetzt so angucke, irgendwie komme ich jetzt in diesen Level hier, in diesen dreien, weitaus besser zurecht als in den ersten hier von den vieren. Also ich weiß auch nicht, was da in mich geraten ist, dass ich da diese Probleme hatte. Okay, es fehlt noch eine Zielscheibe. Auf jeden Fall komme ich noch nicht weiter. Das heißt, ich muss nochmal ins Wasser. Dann muss ich gucken, wo ich was übersehen habe. Aber hier sehe ich jetzt auch nichts mehr. Ah doch, hier ist eine. Okay, wir haben es geschafft. Also die Pistole ist weg, das heißt auf jeden Fall, es sind keine Zielscheiben mehr übrig. Na gut, dann wollen wir mal schauen, was wir im nächsten Abschnitt finden. Schon das Ziel, okay, das war sehr leicht. Viel zu leicht für meinen Geschmack. Okay. Somit haben wir jetzt... Oh nein, den letzten Kampf. Gut, Leute. Auch wenn diese Aufnahme jetzt recht kurz ist, aber den letzten Kampf wollte ich mir in einem separaten Video aufhalten, weil der dauert. Der dauert wirklich, Leute. Deswegen würde ich sagen, verabschiede mich in diesem Video einfach mal. Und beim nächsten Mal begeben wir uns den letzten Kampf gegen Seppuku Maru und mal schauen, wie wir gegen ihn überstehen werden. Also bis dahin, auf Wiedersehen.